Vielen Dank. Mein Name ist Matthias Koch. Ich bin in Freiburg im Bereich der Strommarktmodellierung tätig und das ist auch sozusagen das Thema jetzt des ersten Vortrages. Ich möchte Ihnen anhand von vier Leitfragen einige Auskünfte geben. Zunächst, wofür werden Flexibilität und Speicher im Stromsystem benötigt, so ganz allgemein. Dann, wie bilden wir das bei uns modelltechnisch ab? Und drittens, welche Effekte und Auswirkungen können wir dann damit simulieren bzw. berechnen? Und viertens, welche Schlussfolgerungen lassen sich dann daraus ziehen? Zum ersten Punkt. Die fluktuierende EE-Einspeisung, das ist für Sie alle nichts Neues, ist verbunden mit einer gewissen Prognoseunsicherheit, mit Einspeisegradienten und zukünftig auch mit EE-Überschüssen bzw. Phasen eines Mangels an erneuerbaren Energien, die sogenannte und gefürchtete dunkle Flaute, kein Wind und wenig Sonne. Und diese Problematik verschärft sich natürlich, je mehr Wind- und PV-Strom zugebaut wird. Und die erste naheliegende Antwort ist, okay, mehr EE-Strom, wir brauchen mehr Speicher. Die Frage versuchen wir differenzierter zu beantworten, sowohl hinsichtlich der Anforderungen an Speicher und Flexibilität als auch an die verschiedenen Optionen und Möglichkeiten und vor allem auch an der zeitlichen Entwicklung. Im Vortrag kommen jetzt auch immer wieder zwei Phasen zur Sprache. Das haben wir mal so vereinfacht und willkürlich gezogen, so die Phase 1, quasi jetzt und noch die nächsten Jahre. Im Moment ist es so, dass der zunehmende Bedarf an Flexibilität vom bereits bestehenden konventionellen Kraftwerkspark bereitgestellt wird. Das heißt, die thermischen Kraftwerke passen ihre Leistung an das EE-Angebot und an die bestehende Nachfrage an. Und neue Flexibilitäts- und Speicheroptionen, wie zum Beispiel Lastmanagement oder zusätzliche Pumpspeicherkraftwerke, führen dann vor allem dazu, dass man Effizienzverluste, die dadurch im konventionellen Kraftwerkspark auftreten, indem die jetzt den Erneuerbaren ein Stück weit hinterherfahren, reduziert. Also in gewisser Weise wird die Flexibilität effizienter bereitgestellt und im konventionellen Kraftwerkspark wird noch ein bisschen was rausgekitzelt an positiven Effekten. Es führt dann zu Kosten- und CO2-Einsparungen. Und eine Frage, die sich jetzt vor allem in der Phase 1 stellt, ist, die auch schon heute Morgen angeklungen ist, wie kann man diese Flexibilitäts- und Speicheroptionen denn bauen bzw. darin investieren, wenn sie mit hohen Anfangsinvestitionen verbunden sind und konkurrieren zum bereits bestehenden Kraftwerkspark. An diese erste Phase schließt sich die zweite Phase an, auch jetzt so ganz willkürlich mal gezogen, so ab 2020 und darüber hinaus, also eine mittelfristige Perspektive, wo dann das Stichwort von effizientere Flexibilität dahin geht, mehr Flexibilität, weil EE-Überschüsse auftreten und dann zunehmend die EE-Integration auch über Speicherung erfolgt, beziehungsweise indem man die Systemdienstleistung, wie zum Beispiel das Vorhalten von Regelkapazität, was die konventionellen Kraftwerke bisher machen, substituiert und dadurch auch die erzeugte Strommenge im konventionellen Kraftwerkspark sich verringert, die parallel zur Vorhaltung dieser Systemdienstleistung anfällt. Und in dieser zweiten Phase, wenn dann quasi direkt konventionelle Stromerzeugung substituiert wird durch zusätzliche Erneuerbare, die ohne diese Flexibilitäts- und Speicheroptionen hätten abgeregelt werden müssen, dann erwarten wir auch höhere Einsparungen und höhere Effekte.
Nochmal in Richtung zeitliche Entwicklung. Also wir erwarten, dass die Flexibilitäts- und Speicheroptionen zunehmend attraktiver werden, aus zweierlei Gründen, aus zwei Argumentationsrichtungen, die beide in die gleiche Richtung gehen. Zum einen sinken die spezifischen Kosten von neuen Technologien üblicherweise über Lernkurven und höhere Anzahl an Anlagen etc. Und zweitens erwarten wir auch einen steigenden Systemnutzen, der dann eben verteilt werden kann. Das ist gleichzeitig aber auch natürlich eine offene Frage. Das heißt, wenn im Gesamtsystem ein positiver Nutzen entsteht durch Flexibilität und Speicherung, wie kommt der dann auch bei dem Anlagenbetreiber an, der die Flexibilität bereitstellt? Zweitens, wie wird der Übergang gestaltet, damit die Flexibilitätsoptionen dann, wenn sie benötigt werden, also wirklich in Phase 2 dann auch rechtzeitig zur Verfügung stehen? Und eine dritte Frage ist auch, wo liegt eigentlich das Optimum zwischen, okay, wir regeln einen Teil der EE-Überschüsse ab und lassen dann in der Mangelzeit Backup-Kraftwerke laufen, oder wir bauen so viel Speicher, dass wir das auch ohne Backup-Kraftwerke hinkriegen. Also da wird zwischen den beiden Punkten sicherlich das Optimum in der Mitte liegen. Gut, dann komme ich zum nächsten Block. Wie versuchen wir nun, diese Fragen modelltechnisch abzubilden und zu beantworten? Wir haben dafür zunächst im Rahmen des E-Energy-Projekts Intelligence das Strommarktmodell PowerFlex aufgebaut und entwickeln das kontinuierlich weiter in verschiedenen Projekten. Das ist ein lineares Optimierungsmodell, was technische und energiewirtschaftliche Restriktionen berücksichtigt. Und vor allem, das ist jetzt sozusagen der entscheidende Punkt, die verschiedenen Flexibilitäts- und Speicheroptionen differenziert abbildet mit mehreren Parametern und das Ganze in einer dynamischen Optimierung, das heißt Wechselwirkungen im Zeitverlauf sind auch berücksichtigt. Unten ist jetzt mal exemplarisch für Demand-Side-Management abgebildet, wie das im Modell dann abstrakt aussieht. Im Wesentlichen ist jede Form von Speicherung bei uns so eine Art Dreiecksbeziehung. Es gibt in der Mitte einen Speicher, der hat eine Kapazität, der hat auch eventuell Speicherverluste in Prozent pro Stunde. Und dann gibt es jemand, der über seine installierte elektrische Leistung, wenn ich jetzt mal das Beispiel Kühlhaus in dem Fall nehme, das wäre die Leistung der Kältemaschine, die hat dann einen Wirkungsgrad, um Kälte zu erzeugen. Der thermische Speicher ist der Speicher, hat dann vielleicht Verluste von 0,5% pro Stunde. Und gleichzeitig gibt es ein Lastprofil, das dann auch durch den Speicher gedeckt werden kann, wieder mit einem Wirkungsgrad. Und so ist es im Modell abgebildet, analog auch dazu Biogasanlagen mit einem Gasspeicher oder thermoelektrische Systeme wie BHKW, Wärmespeicher und Wärmebedarf. Läuft alles über teilweise in sich verschachtelte Dreiecksbeziehungen. Um das Abstrakte etwas konkreter noch vorzustellen, hier ein Modellergebnis aus dem Intelligence-Projekt, wo man jetzt sieht für das Jahr 2030, wie sich die Speicher be- und entladen, beziehungsweise wie sich der Stromverbrauch erhöht oder reduziert im Durchschnitt je Stunde. Und in Rot sieht man, dass in den Zeiten mit dem durchschnittlich hohen Strompreis morgens und spätabends die Last reduziert wird, so wie es halt ging vom Lastprofil und der Speicherkapazität. Und in Zeiten mit einem geringen Strompreis nach wie vor auch in den frühen
Morgenstunden oder späten Nachtstunden, aber auch durch die Photovoltaikeinspeisung in den am Nachmittag, wo sich im Modell zukünftig der tiefste Strompreis herausbildet. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der bisherigen Fahrweise von einem Kühlhaus mit einem HTNT-Tarif, nachts billig beladen und tagsüber teuer bei hohem Strompreis den Stromverbrauch reduzieren, so müsste man das für die Zukunft zumindest dahingehend anpassen, dass auch zum PV-Einspeise-Peak dann ein NT-Tarifabschnitt eingeführt wird. Dann zum dritten Punkt, zu den Effekten, die auftreten und wie die sich dann im Modell darstellen. Jetzt wieder Phase 1. Zu der These mit den Effizienzgewinnen im Kraftwerkspark. Also zunächst sind jetzt drei Einzeleffekte hier mal aufgeführt. Das ist zum einen durch die Lastglättung, die dezentrale Flexibilität und Speicher hervorrufen, die Kraftwerke kontinuierlicher ausgelastet werden und dadurch sich die An- und Abfahrvorgänge reduzieren. In unserem Fall, in dem konkreten Projekt, was natürlich auf ganz spezifischen Annahmen beruht, gingen die An- und Abfahrvorgänge um 5-10% runter und es führt sowohl zu einer Kosten- als auch einer CO2-Einsparung. Durch die höhere Auslastung von Grundlastkraftwerken, die auch ein Ergebnis ist, eher moderat, plus 1%, sinken auch die Kosten und die CO2-Emissionen, je nachdem, ob es Braunkohle oder Kernenergie ist, kann also in beide Richtungen gehen. In einem rein braunkohledominierten Kraftwerkspark führt dann eine Lastglättung und ein höherer Einsatz von Braunkohlekraftwerken auch zu höheren CO2-Emissionen. Dieser Effekt wird aber überkompensiert durch den dritten Effekt, Einzeleffekt, nämlich die Verdrängung von Pumpspeicherkraftwerken und dadurch weniger Wirkungsgradverluste und eine geringere Nettostromerzeugung. Dieser PSW-Einsatz ging um 15-30% in dem konkreten Szenario zurück und auch das führt zu Kosten- und CO2-Reduktion. Dass es zu einer Kostenreduktion in allen Fällen kommt, ist auch der Logik des Modells natürlich geschuldet, weil es immer ein kostenminimaler Einsatz aller Akteure vornimmt und sozusagen es automatisch die Zielgröße ist, nach der optimiert wird. Das mal dargestellt, diese Einzeleffekte jetzt in den sogenannten Hauptindikatoren, die wir in dem Projekt gebildet haben, Stromgestehungskosten, überschüssiger EE-Strom und CO2-Emissionen. Und worauf ich hier hinweisen möchte, ist, dass also in dieser ersten Phase mit der überschüssige EE-Strom noch kein Thema ist. Der Balken in der Mitte ist so gut wie nicht sichtbar. Aber es kam in Summe schon zu einer Reduktion der Gesamtkosten und zu einer Reduktion der CO2-Emissionen. Das heißt, das sind, was ich so ein bisschen flapsig gesagt habe, das ist das, was im bestehenden Kraftwerkspark durch die neuen Speicher- und Flexibilitätsakteure rausgekitzelt wurde. Damit komme ich zur Phase 2, also die mittelfristige Perspektive mit einem höheren Anteil an fluktuierenden Erneuerbaren. Hier jetzt erstmal auch zur Illustration dargestellt ein Modell Input. Das ist jetzt die angenommene Einspeisung aus Wind, PV und Laufwasserenergie in grün und in rot die angenommene Netzlast in dieser ersten Märzwoche im Jahr 2030. Und hier möchte ich besonders darauf hinweisen, dass eben hohe Einspeisegradienten in beide Richtungen dann auftreten und auch Situationen auftreten, wo das EE-Angebot die Netzlast übersteigt.
In dem Bild, das ist jetzt kein Modell-Input, sondern bereits ein Modellergebnis, ist die abgeregelte EE-Menge im Jahr 2030 in zwei Szenarien dargestellt. In blau, wo ungefähr 50% Erneuerbare im System sind, und in orange mit 65%, aufgetragen als Jahresdauerlinie. Und es fällt natürlich auf, dass in wenigen einzelnen Stunden es zu einem sehr hohen Überschuss kommt, teilweise bis 70 Gigawatt, und dann die Kurve steil abfällt in eher vielleicht linear ansteigenden Bereich und dann zum entweder ab 1000 Stunden oder dann so ab 2500 Stunden die Erneuerbaren vollständig integriert werden konnten, ohne dass man diese zusätzlichen Speicher- und Flexibilitätsoptionen hatte. Und in so einer ersten statischen Betrachtung könnte man jetzt mal von sozusagen von unten nach oben sich so überlegen, okay, in der ersten Phase versuchen wir das mal mit Pumpspeichern, DSM, smartem Einsatz von Blockheizkraftwerken oder mit Power-to-Gas zu speichern, die überschüssige Energie zu nutzen. Wenn die dann ausgereizt sind, diese Möglichkeiten, dann besteht auch der je nach Kuppelkapazität, Verfügbarkeit die Möglichkeit zum Export. Und im allerletzten Fall bleibt dann noch die Abregelung übrig. Ich habe bei allen Optionen ein Fragezeichen hinten dran gemacht, vielleicht außer bei der Option EE-Abregelung. Da sind sich alle einig, dass für wenige Stunden man nicht noch ein extra Pumpspeicherkraftwerk bauen muss. Aber unten drum sind auch diese gestrichelten Linien so schwammig formuliert. Es ist eben dann auch die Frage im dynamischen Wechselspiel, wer wann zum Zug kommt. Wie gesagt, Wirkungsgrad ist eine sensitive Größe, aber auch Speicherkapazität oder auch die Frage des Netzausbaus, Export. Das gilt es dann eben modelltechnisch zu beantworten. Die gleiche Abregelungskurve ist jetzt nicht als Jahresdauerlinie, sondern als Stundenmittelwerte dargestellt. Und in blau wieder mit 50% erneuerbar und in orange mit 65%. Und hier wird sehr schön die PV-Spitze sichtbar. Und mit der Folie möchte ich quasi darauf hinweisen oder daraus ableiten, dass sich durch das PV-Einspeiseverhalten ein Bedarf für Tagesspeicher ergibt, die sozusagen zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, also mit 8 Stunden Speicherdauer, die PV-Überschüsse aufnehmen, und dass dieser Bedarf sehr gut zu den Akteuren Pumpspeicherkraftwerke, Demand-Side-Management, Blockheizkraftwerke passt, die auch einen Speicher in einer ähnlichen Größenordnung haben. Wenn Sie an einen Wärmespeicher denken von einem BHKW oder einen Biogasspeicher von einer Biogasanlage, das liegt alles in dem Bereich 4 bis 12 Stunden. Nochmal zur Erinnerung, so sahen die Hauptindikatoren in Phase 1 aus. Und in der Phase 2 kommt jetzt quasi der überschüssige EE-Strom zur Geltung. Das heißt, das ist dann ab dieser Größenordnung an erneuerbaren Energien, was ich vorher angekündigt hatte, die direkte Substitution von konventionellem Strom durch zusätzlichen erneuerbaren Strom, der sonst abgeregelt werden müsste, tritt jetzt hier voll auf, und die Gestehungskosten und CO2-Emissionen nehmen auch weiter ab. Die ist jetzt hier eine absolute Darstellung. Da es in dieser Phase 2 auch weniger konventionelle Kraftwerke dann gibt, ist, wenn man das relativ darstellt, auch der Sprung im gelben und blauen Balken größer. Bisher ist jetzt Faktor 1,5, aber von einer anderen Basis erhöht sich das dann auch, der Effekt. So, wieder ein ähnliches Bild
auch nur zur Illustration, hier jetzt mal die Blockheizkraftwerke dargestellt, Biogas, Klärgas und Erdgas, BHKW, zur Objektversorgung in Gebäuden. Und die verhalten sich auch ganz klar so, dass zu den Strompreispeaks morgens und abends sie versuchen, mit voller Leistung zu laufen. Und wenn sie wenig Geld verdienen können, am Nachmittag dann die Leistung runterfahren und der Wärmespeicher dann leer läuft oder der Biogasspeicher voll läuft, je nachdem, wie die beschränkenden Faktoren sind. Das ist die letzte Ergebnisfolie. Hier möchte ich nochmal das Problem der Sockellast aufzeigen. Sie sehen hier mal für 2 Wochen dargestellt den Einsatz der Kraftwerke. Unten in Gelb die Mastrankraftwerke. Dann in Grau der ganze thermisch flexible Block. In Grün die Erneuerbaren. Und wenn oben was gestrichelt ist, das ist dann EE-Erneuerbare, die abgeregelt werden mussten. Und rein aus dem Grund, dass eine Nebenbedingung im Modell ist, die vorgibt, so und so viel Gigawatt müssen in Betrieb sein, um die Systemdienstleistungen bereitzustellen, ist jetzt hier rot umrandet. Und wenn es dann, wie in dem Fall, so eine Spitze obendrauf gibt, aber die Sockellast oder die thermischen Kraftwerke aufgrund dieser Nebenbedingungen nicht runterfahren können, ist eine Frage, wie lässt sich diese Systemdienstleistung von neuen Akteuren bereitstellen, die auch primärregelfähig sind, aber nicht parallel Strom erzeugen. Dann könnte man diese Nebenbedingung abschwächen und zusätzlich EE integrieren. Das war es jetzt zu dem Ergebnisblock und ich schließe jetzt mit der letzten Folie, mit dem Fazit und den ersten Schlussfolgerungen. Also wichtig ist aus unserer Sicht, dass man das in 2 Phasen unterteilt, die Effekte, die im Stromsystem sichtbar sind oder dann auftreten werden. Zunächst werden neue Speicher und neue Formen von Flexibilität dazu führen, dass im konventionellen Kraftwerkspark Effizienzgewinne realisiert werden. Allerdings in der direkten Konkurrenz stehen hohe Anfangsinvestitionen von den neuen Akteuren gegen den bestehenden Kraftwerkspark. Und in der 2. Phase, wenn dann direkt konventionelle Stromerzeugung substituiert wird, sich dann auch der Nutzen und die Attraktivität zunimmt. Was ich auch zeigen wollte, ist, dass es schon mehrere Möglichkeiten für Stundenspeicher gibt, die sehr gut sich sozusagen mit dem PV-Profil ergänzen, dass es aber nach wie vor einen Mangel gibt für einen saisonalen Speicher. Hier wäre nach meiner Meinung Power to Gas eine sinnvolle Möglichkeit oder konkurrierend dann ein räumlicher Ausgleich, Netzausbau und dass sich dann Einspeiseschwankungen oder das Angebot an Windstrom im europäischen Gesamtnetz ausgleichen. Die Wirkungsgrade sind natürlich eine sensitive Größe für die Wechselwirkungen und die Konkurrenzsituation der neuen Akteure untereinander. Und das ruft geradezu nach einem systematischen Vergleich der einzelnen Optionen. Und das machen wir gerade fürs BMU in einem aktuellen Projekt, ein systematischer Vergleich der Speicher- und Flexibilitätsoptionen. Und da kommen wir Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres dann auch zu konkreten Ergebnissen. Im Moment sind wir noch in der Schlussphase der Datenaufbereitung, die gerade bei Modellen ein sehr mühsames und langwieriges Unterfangen ist, weil letztlich sind die Ergebnisse basieren dann auf der Qualität der Annahmen und Datengrundlage. Gut, das war es von meiner bzw. unserer Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.